Ja, hier Breu, Bankhaus Flanders und Co. Ich hätte gerne Dr. Grote gesprochen. Ah, wann ist denn er weggefahren? Am Dienstag. Demnach ist er am 20. gar nicht mehr in der Stadt gewesen. Der 20. war gestern, Donnerstag. Aha. Sind Sie ganz sicher? Ja, danke. Entschuldigen Sie die Störung. Ach, einen Augenblick noch. Wissen Sie zufällig etwas darüber, dass Dr. Grote ein Scheckheft vermisst? Ja, ja, ganz richtig. Hat sich dieses Scheckheft inzwischen vielleicht wieder angefunden? Danke, danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Auf Wiederhören. Dr. Grote ist seit 3 Tagen auf seiner Jagdhütte. Die Haushälterin versichert, er hätte das Scheckheft nicht wiedergefunden. Vielleicht war es auf der Hütte und er hat den Scheck dort ausgestellt. Das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Dr. Grote ist geradezu pedantisch korrekt. Er hat uns den Verlust gemeldet und er hätte uns auch sofort benachrichtigt, wenn das Scheckheft wieder aufgetaucht wäre. Und auf gar keinen Fall hätte er einen gesperrten Scheck aus der Hand gegeben. Nein, nein, da stimmt was nicht. Rufen Sie die Kriminalpolizei an, das Wirtschaftsdezernat. Fragen Sie nach Inspektor Dietl. Wenn Sie ihn haben, dann sagen Sie mich mit 10 Minuten bei ihm. Ja. Unter anderen Umständen hätte ich vielleicht gewartet, bis Dr. Grote wieder in der Stadt ist. Aber bei der Höhe des Betrages. Außerdem ist Dr. Grote einer unserer ältesten und angesehensten Kunden. Es wäre mir natürlich sehr peinlich, wenn durch ein Versäumnis unsererseits eventuell die Aufklärung eines Verbrechens erschwert werden würde. Kennen Sie die Firma Linke? Nein, leider nicht. Linke ist nicht unser Kunde. Er ist Kunde beim Süddeutschen Bankverein, wo der Scheck zur Gutschrift eingereicht wurde. Sie vermuten, dass der Scheck gefälscht ist? Ja, wie die Dinge liegen, ich fürchte schon.